Der Zwillbrocker Fan, Ende Februar. Heute mache ich eine 6 Kilometer Runde um den See. In der Mitte seht ihr die sogenannte Flamingo-Insel. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Los geht's! Hi, ich grüße euch. Heute bin ich am Zwillbrocker Fen. Das liegt in der Nähe von Winterswijk, auf der deutschen Seite direkt an der holländischen Grenze. Und hier soll es jedes Jahr aufs Neue Flamingos geben, die ungefähr ab dieser Jahreszeit hier sind und auch irgendwann dann anfangen zu brüten und ihre Jungen großziehen. Und das werde ich mir heute einmal anschauen. Nur etwa 100 Meter vom Parkplatz entfernt gibt es auch schon die ersten Hinweistafeln. Dort sind auch die Vogelbeobachtungshütten bzw. der Turm eingezeichnet. Da kann man sich informieren, bevor es dann auf die Wanderung geht. Nach vielleicht 200 Metern habe ich hier schon eine Wiese, auf der Wildgänse sind, jede Menge. Wenn ich mal so ganz schnell schätzen sollte, vielleicht 50 Tiere über den Daumen. Verhältnismäßig weit weg, vielleicht 100 Meter. Nicht so ganz ideal, aber ich versuche mal ein paar Bilder hinzubekommen. Ja, wird jetzt nicht Foto des Jahres, ist aber ganz okay geworden. Ansonsten ist es hier im Zwillbrocker Fen momentan sehr, sehr ruhig. Wir haben Samstagnachmittag. Ich bin erst wenigen Leuten begegnet. Viel gesehen habe ich jetzt noch nicht, aber es sieht vielversprechend aus und zum Wandern sind die Wege sehr, sehr schön. Auch Fahrradfahren ist, glaube ich, hier eine schöne Sache. Wenn man solche Ausblicke genießen kann, sollte man zwischendurch auch mal stehen bleiben. Die Wege waren insgesamt relativ gut befestigt, aber eben naturbelassen. Und zwischendurch hat man dann auch mal einen schönen Ausblick auf kurios gewachsene Bäume und viele andere schöne Dinge. Jetzt hat der Wind Gott sei Dank mal ein bisschen nachgelassen. Nach wie vor treffe ich nur relativ wenig Leute. Das Gelände ist relativ abwechslungsreich und zwischendurch sieht man immer mal wieder oder hört Tiere. Ich bin gleich nochmal an einer Aussichtskanzel. Mal gucken, was ich da sehe. Ja, was gab es da zu sehen? Zum Beispiel schottische Hochlandrinder. Sieht man auch nicht so häufig. Was aber viel interessanter war, Kiebitze, ein Riesenschwarm Kiebitze, die zwischendurch immer mal wieder hochgestiegen sind, haben sich vom Wind tragen lassen, der leider heute relativ kräftig war. Und so ein Schauspiel in der Art hatte ich noch nie gesehen. Also eine solche Anzahl an Kiebitzen macht sogar, wenn sie unscharf fotografiert werden, was her. Und wenn man sie richtig ins Bild nimmt, natürlich erst recht. Es gab noch mehr zu sehen, zum Beispiel diesen Silberreiher. In letzter Zeit sehe ich die Tiere auch häufiger. Lässt sich, wenn sie ein bisschen näher dran wären, auch immer sehr gut fotografieren. Dann gab es Kraniche, die man meistens eigentlich nur am Himmel ziehen sieht. Und die Tiere mal am Boden zu sehen, und die sind relativ groß, ist auch eine sehr schöne Sache gewesen. Dann diesen einzelnen Flamingo. Ich habe gehört, es wären schon 6 anwesend, obwohl es für die Brutzeit noch viel zu früh ist. Ich habe aber leider nur diesen einen gesehen in etwa 200 Meter Entfernung. Ich musste mir dann doch mal ein bisschen was Wärmeres anziehen, einschließlich Handschuhe. Denn 5 Grad Außentemperatur und dieser ständige Wind machen das Wetter doch relativ unangenehm. Und wenn man dann eine Zeit lang sich draußen in der Natur aufhält, zwischendurch auch mal eine Viertelstunde am selben Fleck steht, filmt und fotografiert, dann wird einem ganz schön kalt. Ne? Das unterschätzt man ständig. Deswegen immer schön was Warmes mitnehmen bei so einem Wetter. Ich bin jetzt aber mittlerweile wieder auf dem Rückweg. Ich habe meine Kamera mal auf Weitwinkel gewechselt für ein paar schöne Landschaftsaufnahmen. Ich werde gleich noch mal in der nächsten Schutzhütte eine Pause machen, meinen restlichen Kaffee trinken und sehen, dass ich wieder ins Warme komme. Obwohl ein solcher Ausblick natürlich total entschädigt, auch bei der Kälte. Ja, ein kurzes Fazit zum Zwillbrocker Fen. Wunderschön zum Wandern, zum Fahrradfahren
um die Natur zu genießen und um Tiere zu beobachten. Ich hoffe, der Film hat euch wie immer gefallen. Kommt doch mal hierher, bleibt gesund, abonniert gerne meinen Kanal kostenlos und bis zum nächsten Mal. Tschüss!